Sie hören den Podcast von Hallo Meinung. Mein Name ist Klaus Kelle. Seit 2009 ist Hermann Binkert Eigentümer und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts INSA Consulere in Erfurt. INSA ist nicht das größte Institut dieser Art in Deutschland, aber gemessen an den Wahlergebnissen wohl das erfolgreichste, das meistens am nächsten dran ist, wenn reale Ergebnisse ausgezählt werden. Hermann Binkert, guten Abend. Schönen guten Abend. Wahrscheinlich beginnt jedes Interview und jedes Gespräch mit jedem Interessenten, auch bei Ihnen an Ihren Dienstleistungen, mit der Frage, wie sicher sind denn die Aussagen und Zahlen, die Sie erheben? Wenn wir 1000 Leute befragen, ist die maximale Fehlertoleranz 3%. Befragen wir 2000 Leute, ist die maximale Fehlertoleranz 2,2 Prozentpunkte. So ist es. Nach allen Regeln der Kunst wird gearbeitet. Und wir haben ja, weil wir viel Wahlforschung machen, häufig Sonntagsfragen erheben, wird es ja immer mit dem Wahltag evaluiert, wie nah man am tatsächlichen Ergebnis ist. Ja. Und ich denke, da muss man sich nicht verstecken. Nein, das müssen Sie ganz bestimmt nicht. Aber wir erleben ja manchmal auch, dass Institute Wahlumfragen veröffentlichen und haben dann irgendwie 538 Leute, wo man sich sagt, ja, kann das denn überhaupt auch nur annähernd richtig sein? Oder sagen wir andersrum, ab wann ist es seriös? Also die Fallzahl gibt nur einen Hinweis darauf, wie gut repräsentativ eine Umfrage ist. Es ist vor allem wichtig, dass sie alle soziologischen Gruppen, dass sie nach Alter und Geschlecht, nach Haushaltseinkommen, nach Region wirklich ein repräsentatives Bild haben. Das heißt, wenn Sie 10.000 Leute befragen, aber die nicht repräsentativ ausgewählt sind, kann die Umfrage schlechter sein, als wenn Sie nur 1.000 Leute befragen. Wenn Sie aber ein so großes Land wie die Bundesrepublik befragen, dann ist natürlich 500 ist dann doch eine sehr kleine Zahl. Ich denke, man sollte mindestens 1.000 machen für eine repräsentative Bundesumfrage. Aber wie gesagt, die Fallzahl alleine sagt noch nichts über die Güte einer Umfrage. Aber wenn Sie die soziologischen Gruppen berücksichtigen müssen, auch nach ihrer Relevanz, nach ihrer Größe, dann heißt das ja, dass Sie eine Menge Daten auch ständig haben müssen, um eben einen solchen Fundus zu haben. Ist das mit den gesetzlichen Regelungen eigentlich in Einklang zu bringen? Also bei repräsentativen Bevölkerungsumfragen werden die Leute ja anonym gefragt. Wir können nicht nachvollziehen nachher, wo wohnt der, wer ist das, interessiert uns auch gar nicht. Er gibt uns an, Alter, Geschlecht, Region, möglicherweise Haushaltseinkommen, aber es ist nicht so, dass wir aus dieser anonymisierten Zahl dann anschließend irgendwelche direkten Rückschlüsse machen wollen. Interessiert auch unsere Kunden nicht. Ja, wir wollen nicht wissen, ist es der Herr Müller, sondern wir wollen die Angabe von Herrn Müller in das Gesamtbild der repräsentativen Betrachtung reinmachen. Und die Daten werden dann auch gelöscht. Kommen wir mal zur Stimmungslage in Deutschland. Union und SPD sind zusammen ja wieder mehrheitsfähig im Bundestag. Auch, sagen wir mal, wenn jetzt gewählt würde, kann das hoch anhalten oder ist das jetzt nur der Krise geschuldet? Also es ist ja ehrlicherweise ein Hoch der Union und nicht der SPD. Die SPD liegt nach wie vor bei 15-16%. Es ist die Union, die deutlich zugelegt hat durch die Corona-Pandemie. Jetzt aktuell bei 38% liegt. Das heißt, sie ist die mit Abstand stärkste Kraft. Die nächststärkere Kraft, Bündnis 90 Die Grünen, sind bei 16%. Das heißt, 22 Prozentpunkte schlechter. Es ist eine völlig irre Situation, weil es eigentlich keine Herausforderer für die Union gibt. Es gibt keine Kraft, wo man sagt, das ist eine, die die CDU-CSU wirklich herausfordern kann und nur annähernd in die Nähe kommt. Nun, man hat in den, wenn ich das noch sagen darf, man hat ja in den 1970er und Anfang 1980er Jahre immer wieder von der vierten Partei gesprochen, haben gesagt hat, neben CDU, CSU und SPD
wenn da nur eine Partei wie die FDP es entscheidet, die immer wer regiert, und es könnte nicht sinnvoll sein, eine vierte Partei. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir viele kleine Parteien haben, aber nur eine wirklich große. Und das verändert die politische Landschaft in Deutschland doch ganz deutlich. Keine Frage, aber wir hatten ja auch 2017 bei der letzten Bundestagswahl die Situation, dass die Union massiv verloren hat, dass die Union das schlechteste Bundestagswahlergebnis seit 1949 eingefahren hat. So, und jetzt plötzlich gibt es wieder so ein Hoch. Ist das... Das ist eigentlich so der Hintergrund meiner Frage. Hängt das einfach jetzt damit zusammen, dass in der Krise fast nur Unionsleute Geld verteilen und Anordnungen treffen? Also Merkel, Spahn, Laschet, Söder, alles Unionsleute. Also die Union ist die führende Regierungspartei. Und ihr Handeln in der Corona-Pandemie ist als wirkungsstark rübergekommen. Und letztlich profitiert die Union jetzt, wo wir feststellen, dass die wirtschaftlichen Sorgen, die gesundheitlichen Sorgen überflügeln, davon, dass ihr die höchste Wirtschaftskompetenz unterstellt wird. Also es gibt eine Kompetenzerwartung im Bereich Wirtschaft zugunsten der Union. Wenn man spitz ist, könnte man sagen, die Union profitiert aktuell davon, dass sie die Probleme, die sie geschaffen hat, löst. Okay, sehr schöne Formulierung. Lass uns über die Grünen sprechen. Die Grünen erleben derzeit, glaubt man jetzt verschiedenen Umfragen, einen massiven Einbruch, was die Zustimmung beim Bürger anbetrifft. Stellen Sie das mit INSA auch fest? Also wir haben die Grünen auch bei 16%. Das ist weniger als noch vor ein paar Monaten. Aber man muss ja das auch vergleichen mit der letzten Bundestagswahl 2017, wo die Grünen nicht mal auf 9% kamen, 8,9%. Das heißt, im Vergleich dazu ist es natürlich nach wie vor eine deutliche Steigerung, die Bündnis 90 die Grünen erreicht haben. Und sie sind ja nach wie vor im Zweikampf mit der SPD, wer da stärkste Kraft ist. Also die Grünen sind für sich genommen nicht schwach, sondern haben deutlich zugelegt im Vergleich zur letzten Wahl. Aber sie sind natürlich als Führungskraft im linken Lager, dafür sind sie schwach, weil das linke Lager eigentlich keine eindeutige Führungskraft hat. Das sieht man allein an der Frage, dass überhaupt nicht klar ist, ob und wer von SPD und oder Grünen als Kanzlerkandidat antritt. Mhm. Naja, Herr Habeck wurde ja schon als solcher gehandelt. Er hat sich jetzt in der Corona-Krise oft ungeschickt geäußert und verhalten. Können sich Personen auch wieder erholen? Oder sagt man, wenn die Leute einmal den Kopf geschüttelt haben, dann wird das nichts mehr? Also Personen können sich selbstverständlich wiederholen, aber es kommt auch darauf an, welches Wagnis sie bereit sind, dafür einzugehen. Also wenn die Grünen nur vorhaben, Juniorpartner der Union zu werden, und wenn die SPD das nur vorhat, wenn es nur eine Frage gibt, wie es ja 2017 war, wer wird eigentlich Koalitionspartner, dann ist eine Situation da, die für die Demokratie nicht günstig ist, weil es keine wirkliche Auswahl gibt, was die Führung der Regierung angeht. Insofern kann man sich aus Demokratiegründen eigentlich nur wünschen, dass es starke Parteien gibt, die sich auch wirklich gegenseitig herausfordern. Die Frage, wer die Union denn unterstützt beim Regieren, scheint mir für so eine Wahlauseinandersetzung zu wenig zu sein. Die stärkste Oppositionspartei im Deutschen Bundestag ist die AfD und sie sorgt seit ihrem Einzug dort dafür, dass endlich wieder auch mal gestritten wird, auch über Inhalte gestritten wird. Dennoch verliert sie an Zustimmung. Ja, also die AfD leidet wie die anderen Oppositionsparteien daran, dass sie nicht handeln kann. Und sie leidet natürlich auch an der ganzen Debatte
Verfassungsschutz, Prüfung, Beobachtung, diese Geschichte. Das darf man da nicht außer Acht lassen. Programmatisch wäre es durchaus denkbar, dass die AfD, auch gerade weil sie deutliche Kritik an der Regierung übt, klare Opposition und Herausfordererin sein kann. Aber dazu müsste sie wahrscheinlich intern manches klären, um da eine glaubwürdige Alternative darstellen zu können. Also auch die AfD ist aktuell nicht die Herausfordererin von CDU, CSU. Ja. Vom Kräfteverhältnis. Gut, das ist klar. Sie haben das gerade so kurz gestreift. Welche Rolle spielt dabei der Streit innerhalb der AfD zwischen Gemäßigten, zwischen Flügel um den weiteren Kurs der Partei? Hat das eine Auswirkung oder ist der AfD erstmal so Augen zu und durch? Also die AfD sagt ja auch von sich, sie sei eine bürgerliche Partei und insbesondere bei bürgerlichen Parteien und bei Wählern, die sich bürgerlich einschätzen, wird Streit überhaupt nicht honoriert. Das ist ein Problem und eben das, was ich auch schon sagte mit dem Verfassungsschutz. Ich glaube, das ist eine spannende Geschichte der Verfassung. Also die Bürger haben eine hohe Achtung gegenüber dem Verfassungsschutz. Deshalb schadet die Prüfung der AfD. Der Verfassungsschutz seinerseits muss aber auch aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt, dass also da nicht das Vertrauen auch in die Institution Verfassungsschutz leidet. Im Moment ist das aber noch nicht so. Nachdem sich monatelang in Deutschland alles nur um Greta Thunberg und die Klimarettung zu drehen schien, ist das Thema jetzt völlig weg. Jetzt ist Corona und dann schauen wir mal. Reagieren die Leute einfach nur auf Stimmung und Trends und nicht mehr auf das, was wirklich relevant ist? Also Einfluss auf die öffentliche Meinung, die wir messen, hat natürlich sehr stark die veröffentlichte Meinung. Und das, was an Wirklichkeit kommuniziert wird in den Medien, ist natürlich auch das, was bei den Leuten häufig ankommt. Ich glaube, dass man einen Unterschied sehen muss. Bei Gesundheit sind die Leute alle einer Meinung, insofern, dass man sich klar vorstellen kann, was man mit Sorge um Gesundheit meint. Ja. Fragen von Leben und Tod sind eindeutig. Wenn es dann aber um den Punkt wirtschaftliche Gesundung geht, wenn es um den Punkt geht Ökonomie, Ökologie, dann ist klar, dass es nicht mehr die ganz klaren, eindeutigen Antworten gibt. Und dann wird auch der Wettstreit der Ideen wieder stärker werden. Ich kann mich um die Wirtschaft sorgen, aber unterschiedliche Antworten darauf geben. Wenn ich Sorge um die Gesundheit habe, dann ist es relativ klar, dass ich da eher für eine strenge Regelung bin, um Gesundheit zu erhalten. Das heißt also, nicht jedes Thema hat diese eindeutige Durchschlagskraft wie das Thema Gesundheit. Hermann Binkert war das, Chef des INSA-Institutes in Erfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute für Sie und Ihre Familie. Vielen Dank, Klaus. Das war der Podcast von Hallo Meinung. Wenn Sie Informationen für uns haben, wenn Sie den Kontakt zur führenden bürgerlichen Meinungsplattform in Deutschland suchen, schreiben Sie uns kontakt@hallo-meinung.de.